Ja, ein wunderschöner Mustache, Herr Mogelchen. Fragezeichen, Mogel, Murgel, okay. Das sind Briten, mit denen muss man anders umgehen. Howdy, sehr geehrter Herr Mogelchen, könnten Sie das wiederholen, bitte? Ach, leck mich doch. Irisches Bier ist eh besser. Wirklich. Wir reden nochmal über den Arkus und Hof der Sterne. Da haben sich die Zugangsvoraussetzungen geändert. Die meisten werden es gar nicht mitbekommen haben, aber es war vorher, kurz vorm Release, auf jeden Fall nur wohlwollend gewesen. Jetzt müsst ihr einen Geschichtsstrang abgeschlossen haben und das geht erst ab wohlwollend 8000. Da erhaltet ihr von der Rüstmeisterin der nachtsüchtigen Talisra die Quest Die perfekte Gelegenheit. Hierbei müsst ihr Lilith helfen, Beraterin zu werden und ein bisschen sabotieren und meucheln. Vor allen Dingen beachtet, dass ihr zum Beispiel hier bei Arluin 1200 uraltes Mana mitbringen müsst, sonst könnt ihr nicht alles durchquesten. Und diese Quests sind ganz schön knackig. An jeder Stelle werden dort Elite-Gegner stehen, die euch entdecken können. Da müsst ihr euch versuchen, mit möglichst wenig Toden zu den einzelnen Questgebern dann ja durchzubegeben, bis ihr am Ende der Champion werdet und die Quest erhaltet, Freunde mit gewissen Vorzügen. Das ist wichtig, denn diese Quest führt euch wieder zurück zu Talisra, nicht nur der Geschichtsstrang. Ihr müsst diese Quest unbedingt abgeben und dann erhaltet ihr Zugang zum Arkus und Hof der Sterne. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.